Sind wir schon drauf? Ja, schon. Oh, ja, Entschuldigung. Hallo zusammen, wir sind hier im wunderschönen Faberwald. Hinter uns der Gehe Steinbruch, Nürnberg Süd. Und ich bin hier, warum weiß ich nicht. Was? Reichswald? Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Ich höre gerade aus der Regie hinten, es ist gar nicht der Faberwald, es ist der Reichswald. Vom Hitler? Echt? Hitlers Reichswald! Nürnberg Süd, wer möchte, kommt vorbei. Aber warum wir eigentlich wirklich hier sind, ist, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich denke, es ist, also Reichs. Schaut einen anderen Kanal. Wir sind heute hier, weil ich euch was erzählen will, was mir heute früh einfach passiert ist und ich mal einfach über die Organisation und Menschen ganz gerne ein Lied schreiben möchte, die Menschen wie uns aus solch glimpflichen Situationen seit Neuestem herausholen können. Damals ist so, was wie heute Morgen passiert ist, einfach scheiße ausgegangen, aber jetzt mittlerweile ist es soweit, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen und deswegen würde ich einfach mal sagen, let's play. Ich geh mal wieder aus dem Haus, da kommt so eine kleine grüne Laus. Er sagt, du bleib mal stehen, ich will mal deine Taschen sehen. Ich sag, bleib mal locker, Mann, sonst bist du gleich dran. Du wirst gleich gar nichts mehr verstehen, dann wird es dir wie mir gehen. Denn ich ruf den Bundeshandschutz an und das verkraftest du nicht, Mann. Dann kommt der Bundeshandschutz an und der verhaftet dich dann. Ich ruf den Bundeshandschutz an. Und dann kommt der Bundesamtsschutzmann und der verhaftet dich dann. Also bleib mal lieber locker, Mann. Also liebe grüne Laus, geh jetzt lieber wieder nach Haus. Du wirst nicht meine Taschen sehen, sonst wirst du die Welt nicht mehr verstehen. Dann kommt der Bundesamtsschutz an und die verhaften dich dann. Bleib mal lieber locker, kleine grüne Laus. Dann kommt der Bundesamtsschutzmann und dann verhandelst du mit dem Bundesamtsschutzamt. Bundesamtsschutz, dem Bundesamtsschutz, dem Bundesamtsschutzamt. Mit dem Bundesamtsschutz, dem Bundesamtsschutz, mit dem Bundesamtsschutzamt. Mit dem Bundesamtsschutz, dem Bundesamtsschutz, dem Bundesamtsschutzamt. Bundesamtsschutz, im Bundesamtsschutz. Also geh ich jetzt einfach davon und er ist mit der Situation total übernommen. Nach dem, was gerade passiert ist und seine Welt in ihm nur zerbricht, denn ich ruf den Bundesamtsschutz an und dann kommt der Bundesamtsschutzmann und der verhaftet dich dann. Und das verkraftest du nicht, Mann. Ich ruf den Bundesamtsschutz an und dann kommt der Bundesamtsschutzmann. Vom Bundeshampfschutzamt. Danke, Bundeshampfschutzmann. Die 20 Gramm Gras hat er nicht gekriegt. Doch, ja, sieht man, dass du dich nicht traust. Doch, du bist gut, du klingst auch gut. Doch. Kann das nicht machen. Geht, tschüss. Ich kotzt mich das an mit dem scheiß Ding, Mann. Kurz Vogelzwitschern noch hören. Alles klar. Du wirst gleich gar nicht, können wir das Take noch mal. Was ist denn? Spiel halt dein Ding da.